Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Horizon, Folge 90. Und Aloy hat endlich ein Atemgerät, mit dem wir jetzt unter Wasser, ja, dauerhaft rumschwimmen können. Yay. Und jetzt müssen wir hier aber erstmal schauen, wie wir an diesen riesen Maschinenwesen vorbeikommen, das uns hier den Zugang zu Poseidons Tür ein wenig versperrt. Wir dürfen nicht gesehen werden. Wir sind in so einer coolen Einrichtung in Las Vegas, unter einer Kuppel. Sehr asiatisch angehaucht. Hat ja auch ein Chinese gebaut und deswegen auch hier die ganzen schönen chinesischen Drachendarstellungen und Figuren und sowas. Wie eine große Pagode im Inneren. Also willkommen zurück hier, Folge 90 von Horizon. Endlich am Tauchen. Da vorne könnte was sein, da hat was geblinkt. Wir können jetzt auch permanent immer schön ein bisschen schneller schwimmen. Das muss das rote Licht sein, das Morland sah, als das Wasser kam. Ja, da unten. Dann sollte ich vielleicht auch mal da runter tauchen. Hier rein. Zum roten Licht. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts. Was haben wir denn hier? Holoprojektor. Kann ich untersuchen, aber hat keine Aktivität im Moment. Ist rot. Vorsicht. So, auf der anderen Seite war ja zu viel Strömung. Da bin ich nicht zur Tür gekommen. Ich muss, glaube ich, irgendwo da rein. Genau da, wo die Maschine ist. Wenn die mich sieht, bin ich wahrscheinlich Toastbrot. Hier unten. Weil wir hier nicht kämpfen können unter Wasser. Aber so einen Flutschlitzer werden wir sicherlich nochmal... Nee, auch hier ist die Strömung zu stark. Ich komme nicht weiter. Oder muss ich da runter? Unter die Maschine? Da ist die Tür, genau da. Aber wie komme ich an der Strömung vorbei? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Die Tür auf der anderen Seite. Die Koordinaten zu Poseidon führen dorthin. Ja. Ich glaube nicht, dass ich von der Maschine unbemerkt dorthin komme. Ich muss erst mit ihr fertig werden. Erst mit ihr fertig werden? Ich sollte das rote Licht untersuchen, das ich zuvor sah. Wenn das eine Warnung war, ist es vielleicht irgendein Alarmsystem. Das rote Licht? Ja, aber da unten konnte ich ja nichts machen. An der Konsole. Untersuche das rote Licht. Jetzt sagst du es halt nochmal. Ja, toll. Es leuchtet rot. Den Tresor nehmen wir noch mit. Ja, jetzt kann ich zur Konsole. Ich war noch eben dran. Da war die rot. Jetzt kann ich sie aktivieren. Okay, wir mussten erstmal für Aloy dieses Gespräch eben auslösen. Und jetzt geht's. Warum? Kritische Überflutung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Um ein Notfallablassen auszuführen, müssen die Primär- und Sekundärpumpen manuell zurückgesetzt werden. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine auf trockenem Boden bekämpfen. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Okay. Der Karte nach sollte südlich von hier ein Zugriffspunkt für den ersten Knoten sein. Südlich von hier? Das ist ja da lang, also oben. So, das rote Licht ist aber jetzt erstmal wieder aus. Wasser ablassen und dann bei der großen Fläche kämpfen. Da ist auch noch ein Riesenloch. Da ist noch eine Maschine. Mehr Maschinen hier unten. Ich muss in Deckung um sie herumschwimmen. Das ist so ein Schnappkiefer jetzt aber. So ein Krokodok. Ja, wenn das Wasser hier weg ist, dann wird das hier aber eine sehr ungemütliche Gegend. Guck mal, hier ist ja die Unterseite des Eiffelturms, wo wir oben ja noch die Spitze gesehen haben. Da ist der Zugriffspunkt. Sollte mich zum Pumpenknoten führen. Da unten. Da rein tauchen. Die Maschine ist zum Glück gerade weg. Oh, oh. Griffchen, da hat mich jemand gesehen. Es muss hier unten ein ganzes Netzwerk dieser Tunnel geben. Wasserleitungen für eine ganze Stadt. Ja. Interessante Mission. So, mal den Pilz mitnehmen. Jetzt geht's hier rein.
Hier kann man raus. Ich komme von hier nicht an den Vorsprung. Vielleicht kann ich irgendwie rausklettern. Ja, frage ich an welche Stelle. Hier? Nein? Da auch nicht. Wo willst du denn rausklettern? Da ist auch noch Glimmer da oben. Da geht's noch lang. Hier kann man rausklettern. Da ist eine Leiter. So, geht doch. Und ein weiteres Tonband haben wir hier. Der erste Knoten ist jetzt abgeschaltet. Ich glaube, das letzte Mal war ich während des Lumière-Grand-Vorfalls hier unten. Eine Fehlfunktion hat zu Waschmitteln in den Rohren geführt. Aus jedem Brunnen kam Schaum. Als wir es panisch reparieren wollten, sah ich hoch und jeder in der Lobby jagte Seifenblasen, so groß wie Basketbälle, Erwachsene und Kinder. Ein magischer Moment in dieser unmöglichen Stadt. Tja, so kann auch Waschpulver zu was Schönem führen. So, endlich mal wieder festen Boden unter den Füßen. Wand kann gesprengt werden. Hier kann gedreht werden. Erstmal machen wir die Wand mal auf. So, was habt ihr denn hier? Den Ausgang? Nee. Belohnungen. Belohnungen für fleißige Sprenger. Und da wird die Schleuse geöffnet. So, ein Knoten weniger. Ich schwimme besser hoch und finde den Zugriffspunkt für den zweiten Knoten. Also wieder da lang schwimmen. Wieder durch den Tunnel, auf der anderen Seite hoch. Da ist das Loch. Erstmal wieder finden hier den Ausgang. Der Karte nach sollte der Knoten auf der anderen Seite der Kuppel sein. Na super. Schnell mal hier weg von den... Oh, der guckt mich an. Mit seinem scharfen Schnappmaul. Komm, Aloy, gib jetzt einmal mal Gas. Da drüben so, 53 Meter. Oh, da kommt die nächste kleine Maschine. Können wir das Schilf ein wenig als Deckung nutzen? Jetzt muss ich nach unten nur noch. Kann man hier rein und runter? Ja. Ah, hier kommst du nicht. Hier passt du nicht durch, oder? Doch. Nein. Doch. Nur nicht unbedingt mit Speed. Noch ein Zugriffspunkt. Sollte mich zum zweiten Knoten bringen. Gefunden. Atemgerät gerade freigeschaltet und schon wird es auch hier hart eingesetzt. Ey. Okay, da wieder hoch die Leiter. Na? Ja. Auch dort haben wir nochmal eine Feuerglimmerstation und hier ist wieder ein weiteres Audiosignal. Schalt einfach den zweiten Knoten ab. Kein Wasser mehr für die Brunnen, keine Shows mehr. Es hat sie ohnehin niemand gewürdigt. Ich werde nie die große Neueröffnung der Stadt vergessen. Die Brunnen waren seit Jahren trocken. Niemand hat erwartet, dass sie wieder laufen. Als die erste Fontäne in der Kuppel zu sehen war,
und dazu die Musik, feierte mein Herz mit. Diese Stadt hat mir mal meine zweite Chance gegeben. Jetzt hatte sie auch eine. Die Kuppeln, das Wasser. Er war für alles verantwortlich. Ja. Er ist der Architekt gewesen. Hier ist eine Leiter und da drüben muss ich rüber. Kann ich nicht so schräg springen so? Ja. Kann ich hier den Weg schon frei machen? Ich glaube, das blockiert hier auch ein wenig die Schleuse, wo ich draufstehe. Okay, mal sehen, ob das geholfen hat. Jetzt ist die Schleuse frei. Okay, ich habe mich um beide Knoten gekümmert. Jetzt muss ich nur das Notfallablassen in der Wartungsstation auslösen. Ja, okay, wo ist die Wartungsstation? Nicht hier, jetzt werden wir so wieder hochtauchen. Der Karte nach sollte die Wartungsstation am südlichsten Ende der Kuppel sein. Ganz südlich, alles klar. Ich höre die Maschinen immer noch hinter mir. Heilende Beeren, oh cool. Ja, da ist auch rotes Licht. Das, da ist die Wartungsstation wahrscheinlich in dem Turm drin. Aber hier ist so ein Schnappkiefer. Heißen die eigentlich so? Frost richtet hier nicht viel Schnappmaul. Auf. Schnappkiefer, Schnappmaul. Auf jeden Fall schnappen die. Rotes Licht in dem Turm. So wie bei der Konsole vorhin. Okay, könnte die Wartungsstation sein. Aber wie komme ich rein? Ja, da sind viele Sachen drin, glaube ich. Ich werde verfolgt. Da könnte es reingehen. Anscheinend ist dieses Gebäude zum Teil eingestürzt. Da komme ich vielleicht rein. Jo. Da ist auch noch Grünglanz plus dann noch die Tür, die ich aufmachen kann. Für diesen Grünglanz kriege ich bestimmt etwas Gutes. Das ist eine Grünglanzansammlung, die könnte ich für den neuen Bogen oder so nehmen, ne? Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ich muss eine Konsole für das Notfallablassen finden. So. Hier sind wir schon mal wieder drin. Da ist noch ein Tresor und eine Werkzeugkiste. Dass sie zu der Zeit alle Bauwerke, so Bunker und so, alle gleich gebaut haben, so von den Türen her und Gängen, ne? Sieht auch so aus wie so eine Einrichtung, wo die KIs und so angebracht sind. Und das ist aber Las Vegas. Sieht vielversprechend aus. Hier sollte eine Konsole sein. Eine Konsole so. Da. Dann lege ich mal trocken. Ja, und dann kämpfen wir uns danach, wenn alles trockengelegt ist, durch die ganzen Maschinen. Hervorragend. Schön gemacht. Geschafft! Jetzt kann ich mich um die Maschine kümmern, die die Tür am anderen Ende der Kuppel bewacht. Ja, sobald ich an der vorbei bin, komme ich zu dem, was mich auf der anderen Seite der Tür erwartet. Poseidon. Erstmal müssen wir nach unten.
Das Ablasten hat wohl nicht alles Wasser entfernt. Aber das meiste. Systemabschaltung fast erledigt. Jetzt muss ich in der Schaltstelle nur noch alles abschalten. Das war's dann wohl. Ein letzter Gang über den Strip. Und dann gehen die Lichter aus. Zumindest sehe ich nicht, wie es zerstört wird. Die Odyssee ist sicher schon auf dem Weg zum Sirius, wenn der Schwarm hier ist. Doch wird meine letzte Erinnerung an diesen Ort leer sein. Eine Stadt, die bereits tot war. Stanley Chen war einer von ihnen. Ein Zenith. Aber er hat so viel für diesen Ort getan. Er klingt nicht wie die anderen. Ob der noch dabei ist bei den Zenith? Aber er hat hier erst verlassen, als der Schwarm kam, der Maschinenschwarm, der dann alles vernichtet hat. Jetzt mal hier wieder aus dem Gebäude rauskommen. Wenigstens ist die Ausrüstung noch trocken. Wie soll die Ausrüstung denn trocken geblieben sein? Wow, jetzt können wir die Kuppel mal so sehen. Da ist der Arc de Triomphe. Auch aus Paris, hier in der Nähe von vom Eiffelturm. Der steht ja eigentlich, der Original-Triumphbogen steht auf der Champs-Élysées. Das Ablassen hat diese Maschinen zurückgelassen. Ich kann mich ranschleichen und mir zuerst die Große vornehmen. Ranschleichen und zuerst die Große? Wenn wir uns an die Kleine ranschleichen, ist sie sofort weg. Wo ist er hin? Da. Ich wollte gerade sagen, wieso drehst du dich jetzt immer um, ey? Immer wenn ich im Anschleichmodus bin, dreht die sich einfach. Haben die anderen aber nicht mitgekriegt. Wo sind denn jetzt die Schnappkiefer hin eigentlich? Sind die weg? Sind die weg rausgespült worden? Ne, da. Da rennt noch einer rum. Den sollte ich auch ausschalten, bevor ich mich mit der ganz großen Maschine anlege. Oh oh. Hat mich gesehen. Sieht mich immer noch. Ich könnte die Maschine anzünden. Anzünden, ja. Schwach gegen Feuer. So, jetzt müsste ich die, glaube ich, von hinten erwischen können. Wo ist sie hingelatscht? Da. Nicht umdrehen jetzt. Nicht so wie die andere. Bleib so. Wieder Schlag. Wenigstens schon mal einmal ein bisschen Damage gemacht. Dann gleich noch mit die schwere Schelle und noch eine. Und schon kippt er aus den Latschen. Kommt da leider eine von den Kleinen noch angeschissen. Erwischt. Hat keine Chance. Ja, jetzt rettet der Kleine ihn. Ja. So, damit ist der weg. Ausschalten hier noch. Wo ist er hin? Hallo? Wo liegst du? Weg da. Der Kleine hat das fast alles versaut. Die Schnappkiefer sind nicht so stark. Wenn man sie zweimal mit dem schweren Schlag trifft, fallen sie halt von den Beinen. Damit kommen die nicht zurecht. Aber es war okay. Hab keinen Schaden gekriegt. Wurde nur einmal angeschrien. So, erstmal den Weg hier rauf finden. Da lang. Ich glaube, die große Maschine wird ein größere Schwierigkeit sein. Audio zu Text Transcription. Oh, super. P. Collins, das hier ist das Land der Freiheit. Wir können frei sein, okay, wenn wir nicht mal unsere eigenen Autos fahren dürfen.
Hier unten nur die Autos, die hier zur Verfügung gestellt wurden. Es ist nur ein Auto. Sicherheit geht vor, bla bla, genau. Stell dich nicht so an, Collins. Hat das Ding hier eigentlich eine Karte? Ja. Server-Dings schrauben. Und da ist jetzt die andere Tür. Oh. Okay. Na, wo ist sie? Poseidon ist dort entlang. Aber wo ist die Maschine hin? Aloy! Welch ein Wunder! Das ist gefährlich, haut ab! Komm schon. Hey, warst du das? Hast du das Wasser gesehen? Ja, aber es gibt ein neues Problem. Das Ding ist uns im Weg. Wow. Ja, es wird schwierig werden, so an die Glimmer zu kommen. Als die rauflustigen Abenteurer die Bestie sahen, wussten sie, was zu tun war. Was? Bist du verrückt? Sei still. Sie hat uns gerettet. Also gut. Bleibt hier und feuert, wenn ich angreife. Die helfen doch bestimmt eh wieder nicht. Aua. Auf Position. Auf zu dem Überhang. Wieso ist sie jetzt schon alarmiert? Aber Elektrizität und Eis wäre ganz gut. Was habe ich denn da zur Verfügung? Ich habe Eisbomben, Elektrizitätspfeile hier. Keine Munition mehr, aber sie ist geblitzdingst. Schnell rein. Wenn die so geblitzt ist, dann kann man immer schön das ausnutzen. Nein, nicht aus dem Wasser. Toll. Toll. Da, wo sie steht, ist das Wasser zu tief. Dann konnte ich nicht mehr schlagen. Nochmal. Ich brauche eine Pause, bis die aus... Nein. Hier ist wieder geblitzt, Dings. Mehrere kritische Schläge hintereinander, das ist schön. Und sie steht wieder. Ein paar Eisbomben hinten auf den großen Körper. Kommt jetzt das Wasser her. Ey. So, und jetzt... Hinterher hier noch ein bisschen die Teile abhauen, weil das eingefroren ist. Das hilft. Ausweichen, komm schon. Aloy, weg da. Hab sie gleich. Ah, sie zieht sich zurück. Erledigt! Ha, geht doch. Aloy! Du hast es geschafft! Natürlich! Hey, wo können wir die denn looten? Na los, meine Herren, etwas Bewegung. Ganz schön viel Zeugs dabei gehabt. Also, habe ich noch was abgeschlagen irgendwo? Nee, ne? Durch die Explosion? Leider nicht. Okay, hat aber ganz gut geholfen, der Plan. Mit Elektro konnte man sie immer schön auf den Boden knallen lassen. Ausschalten für einen kurzen Augenblick. Kritische Schläge hinterher. Voll gut. Ich höre hier aber irgendwie noch Maschinen- oder Delfingeräusche. So, Leute, wie geht's euch?
Geht es euch gut? Mehr als nur gut. Wir haben's geschafft! All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten. Und das alles dank dir. Wirklich rührend. Aber wir können uns einfach, also, schnappen, wofür wir hier sind, und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen, nicht wahr? Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ab hier komme ich alleine klar. In Ordnung. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Ruf, wenn du uns brauchst. Danke. Hervorragend. Achso, hier kann man hochklettern dann danach. Um überhaupt wieder rauszukommen aus diesem Loch. Die Leiter dann hoch und dann ist man in dem Hauptgebäude dann okay. Einmal noch so einen Rundum-Scan machen. Das sind die Balken, da hätte ich mir auch noch raufklettern können, ne? Ja. Ja, eine coole Maschine auf jeden Fall, dieses Wasserviech. Hier im Loch war ich noch nicht, ne? Da konnte ich ja letztens nicht hin wegen der Strömung. Gibt's hier unten was? Oh, nö. Hätte ja sein können, dass da noch was versteckt ist. Poseidon sollte irgendwo hinter dieser Tür sein. Zeit, ihn nach Hause zu bringen. So, mein Beutel ist wieder voll. Okay, Leute, wir machen in der nächsten Episode weiter. Dann öffnen wir die Tür, gucken wir, ob Poseidon dahinter ist. Und wenn wir ihn dann haben, können wir hier die Kuppel wieder verlassen. Auch wenn es schön war. Ist auf jeden Fall mal eine abwechslungsreiche Wassermission gewesen. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge 90 von Horizon gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Episode, wenn wir zu Poseidon gehen. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.